Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unsere kleine Teststation für Minmus hier raufgeschossen, mit der wir jetzt dann Richtung Minmus fliegen werden. Aber ich habe in der Zwischenzeit was installiert, und zwar Tufix. Und ich würde heute mal, glaube ich, den Modus hier ausprobieren. Er ist sehr schattig, man sieht, es ist sehr dunkel. Muss mal schauen, ob ich danach die Helligkeit ein bisschen hochdrehen muss. Aber ihr seht schon, es schaut sehr cool aus eigentlich. Der Planet schaut cool aus. Und ich würde heute einfach mal das probieren, wenn wir nach Minmus fliegen und mal schauen, ob sich das durchsetzen kann. Ich würde jetzt mal erstmal gucken, wie das hier mit den Manövern ausschaut. Wie stark, wie viel Kraft wir brauchen, um überhaupt mal zum Planetchen zu kommen. Bisschen weiter nach da vorne und wir werden wahrscheinlich voll vorbeifliegen, kann das sein? Ah, warte, da war eine Interference. Versucht die ein bisschen besser zu kriegen. Weil je weiter wir weg sind, unangenehmer ist es natürlich am Ende zu fliegen. Aber ich glaube, ab jetzt können wir dann gut Manöver machen. Wir brauchen da oben ja eh nicht so viel Kraft. Wir rechnen uns mal aus. Wie viele Zündungen haben wir noch im Triebwerk? 23, das ist ganz in Ordnung. Und wir sehen schon, wir fliegen sehr anders wie geplant wahrscheinlich. Wie schaut denn unsere Flugbahn danach aus? Das ist mal so die nächste Frage. Schaut die denn noch okay aus? Geht das noch? Kann ich eigentlich Tufix auch umstellen? LOL, geil. Wusste ich nicht? Mega cool. Das schaut jetzt natürlich geil aus. So, danach ist unsere Flugbahn. Wo ist denn? So, nach oben. Okay. Eine Minute Schubzeit. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Hier vorspulen. Mal ganz schnell. Minisatz 42. Batterie fast leer. Ihr sollt mich nicht am Vorspulen hindern. Ja, der Minisatz, der ist eigentlich auch schon out of service, wenn man es so sieht. Da entspann ich. Kann ich dem einfach sagen, er soll bei dem nicht mehr meckern? Er meckert bei jedem kleinen Problem irgendwie bei meinen paar Schiffchen hier. So, vorspulen nochmal mit einer Minute. Wir müssen jetzt den perfekten Zeitpunkt finden, wo wir losfliegen, weil wir schießen ja dezent nach oben auf einmal. Was denn? Meine Vögel sind heute wieder sehr gesprächsfreudig. Ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, wie hier das ausschaut mit dem Licht. 3, 2, 1. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass mehr Licht nach oben macht, aber keine Ahnung, die Farben schauen farbenfroher aus, intensiver. Du siehst zwar jetzt hier nicht unbedingt den Planeten, die Rakete unbedingt immer, also jetzt, ich sehe sie selber nicht, es ist schwarz, aber so, es ist halt viel farbenangepasster, finde ich. Ich weiß nicht, mir taugt es gerade. Schauen wir mal, wie es auf Minmus ist, weil da muss es natürlich auch passen. Das wird wahrscheinlich eh noch viel ausmachen. So viel Triebwerk da unten. Da ist immer noch ein Triebwerk drin. 31 Zündungen. So mal eine ganz blöde Frage. Wo ist der Bohrer? Wir müssen noch einen Bohrer hoch. Das kann nur mir passieren. Ich schicke einen Testbohrer hoch. Was habe ich vergessen? Den Bohrer. Einfach auch echt ein bisschen. Aber da fährt man ja hier hinten an die Dockstation. Den Joint Socket, der sollte schon dann passen. Aber wir haben eh noch Sachen drin, glaube ich, ne? Wir haben hier überall. Die Tanks sind eigentlich gleich relativ voll. Hier die Wasserstofftanks sind leer. Ach, guck mal, ich kann. Also, ich das umschalten kann einfach. LOL. Die Tanks sind umschaltbar.
Wer kann, der kann, ne? Das ist cool. Fliegt schön weit, langsam wird's. Die Sonne macht sich auch schon auf den Weg. Ich habe wieder mal den Bohrer vergessen. Das gibt's doch gar nicht. So, vorsichtig. Ganz vorsichtig. 2 ms. 1 ms. 5. 3, 2, 1. Zack. Und die Interference ist geglückt. Bedeutet, wir können jetzt losfliegen. Wie schaut es denn jetzt anders, wenn wir hier so im großen... Das schaut schon cool aus. Ein bisschen sehr stark blau, aber... Ich bin gespannt, wie Minmus ausschaut. Da sind wir, Minmus. Wir werden seit langem wieder mal eine Minmus-Landung heute vornehmen. Das müssen wir uns auch mal gönnen. Es ist seit langem die erste wieder. Hier vorspulen. Hierher vorspulen. Hallo, ich sag hierher vorspulen. Oh, der Orbit hat sich doch ein bisschen noch angepasst. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir müssen eh tief runter. Wir haben noch 1-2 Adjustments eh zu machen. Wir schauen, dass wir relativ tiefen Flug direkt am Anfang uns erstellen. Dann können wir später alles anpassen. Vor zum Bremspunkt am besten. Beim Periapsis mal wieder natürlich. Und da ist dann schon Minmus. Der gute kleine Freund. Anpassen, komm. Hinrichten. Schauen, wie Minmus da die Umlaufbahn verändert. Wahnsinn. Jetzt vorsichtig nach unten. Behalten wir die mal im Auge. Wir dürfen nicht zu tief, aber ich will auch nicht zu hoch bleiben. Ganz vorsichtig. 30 klingt nach gut. Perfekt. Wir machen das jetzt über die Karte, weil wir müssen... Ah, da sehen wir schön auf der Karte auch das, wohin wir müssen danach. Wir müssen unsere Flugbahn eh noch auch einmal anpassen. Lol, das schaut aber komisch aus. Das ist so weird aus. Lol, das ist ein Kamerabug oder was? Kommt das von Tufix? Oh lol, ich hab mich gerade aus dem Spiel rausgegeben. Oh, hier bin ich wieder aus dem Spiel rausgeschmissen. Default empty. Ah, schon wieder normal. Wir lassen es mal auf empty jetzt. Weil ist immerhin der erste Tiefflug wieder. Dann machen wir mal, was ist denn hier? Default editor, default KSC. Default flight. Da kommt so ein Schatten, sobald wir rangehen. Schau ich das an? Das ist ganz komisch. Lol. Muss ich mir ein bisschen mehr auseinandersetzen, wahrscheinlich einfach mit. So. Wir haben wieder viel zu viel Treibstoff dabei. Das ist der Wahnsinn. Ach, wir sind eben ein bisschen tiefer auch. Und schauen, dass das Ganze auf die Sonnenseite kommt. Und dann passen wir hier unten mal unsere Flugbahn an. Dass sie da über dem See ist, so. Und machen sie vielleicht auch gleich ein bisschen kleiner. So. Neues Manöver ist einleitbar.
Dann werden wir mal schauen, was wir da für eine schöne Probe entnehmen können unten am Boden. Wir müssen dann irgendeinen Körbeltrupp auch hochschicken, weil wir brauchen irgendjemanden, der die Kabel verbindet. Ich würde so eine flache Einheit bauen, die unter einem Länder sitzt, die mit den Füßen ist, mit Bohrern dran, die wir dann anstecken ans System und oben das Ding dann abschießen. Und dann weg wird fliegen, wieder zurück zu Körbin. Wir haben auf jeden Fall genug Technik, dass wir das auch andersweise hinkriegen könnten. So, vorspulen nochmal. Vorsichtig anpassen. Also jetzt tickt der Timer wieder runter. Und fertig. Perfekt, dann nach hier oben. Wie lange ist die Mission jetzt schon? 9 Tage. Das geht eh eigentlich noch voll. Solange wir irgendwie eine Kommunikation aufhalten können, ist das schon mal gut. Oh, wir müssen jetzt wieder anpassen. Geil. Manöver hinzufügen. So, okay. Manöver kann gleich eingeleitet werden. Das ist Schubzeit von 2 Sekunden eigentlich nur. Was sehen wir denn gerade vom Minus? Alter, schaut euch das an. Ah ja, stimmt, hier haben wir noch den Shader aktiviert. Das ist ja... Schaut schon cool aus. Es schaut so dunkel aus, so gespenstig so ein bisschen der Planet gerade. Okay, wir spulen vor bis kurz vor die Node. Und führen dann das Manöver durch. Wir hätten uns mit der Rotation mitdrehen müssen, schau dich das an. Wenn wir da sind, können wir noch ein bisschen weiter runter gehen auf jeden Fall. Ich werde noch ein bisschen wegnehmen, so. Schnell ausführen das Ganze. Okay. Wir begeben uns in Landungsbereitschaft. Wir sind ready for landing. Wir sind alle an 4 Antennen ausgefahren, weil jetzt kommt natürlich ein Crucial Point. Das Ding sollte auf jeden Fall auch genug Batterieleben haben, denke ich, um... Haben wir überhaupt die Batterie verbaut? Ah ja. Wo habe ich Batterie verbaut? Fragwürdig. Wir speeden mal voran. Schauen wir, wie sehr sich das... Das passt relativ gut. Wir kommen nah an unseren gewünschten Landungspunkt, würde ich sagen. Manöver hinzufügen. Vielleicht doch noch ein bisschen hoch. Manöverpunkt anfliegen. Zack, okay. Alter, hier klopft es irgendwo. Brutal. 14 Minuten und wir sind gut in der Landung. Oh! Oh, das schaut cool aus. Das schaut richtig... Oh, wir sind knapp drüber. Okay, jetzt hat, wird das... So, wir bannen... Bahnen uns langsam unserem Landepositionchen an.
Wir docken jetzt ab. Es ist angesagt, Beine ausfahren. Deploy all. Wie viel Schub haben wir gerade? 41, dann können wir die Außen ausschalten. Die sind dezent zu stark für hier. Wir kommen gut rein. Gut an der Position, wo wir sein wollten. 1500 Meter. Wir kommen echt gut runter. Beine sind ausgefahren, würde ich sagen, oder? Bei 500 Meter wird eine Bremsung eingeleitet. Um vor allem die Rakete gerade zu kriegen. Warum bremst das Teil so schlecht? Okay, Verlust uns zeigen. Wir haben... Was haben wir verloren? Wir haben ein Solarpanel verloren. Ansonsten schaut es eigentlich ganz gut aus. Wir fahren das andere Solarpanel mal aus. Wir haben auch einen Radiator verloren. Also ein Kühlmodul. Ansonsten schaut es nach wenig Verlust aus, zum Glück. Wir können davon reden, dass es eine Successful Mission war. Wir haben zwar ein bisschen Failure gemacht, aber wir haben uns auch gehalten. Du willst Wasserstoff herstellen? Ich weiß es gar nicht. Laden Hydrogen. Und eigentlich müsste der jetzt Hydrogen herstellen. Entladen. Ach, da heißt es, dass der das wegpumpt, oder was? Jetzt hat pumpt er. Schauen. Okay. Er tut Oxygen wegschmeißen, weil das brauchen wir nicht. Das Wasser sinkt, das Hydrogen steigt. Also ich bräuchte dafür eine Anleitung, was das macht. Jetzt reduzieren wir und können wahrscheinlich... und tun den Oxidator wieder steigern, oder? Irgendwas muss doch wieder steigen. Irgendwas knallt noch auf dem Boden rum. Lol. Wir stehen hier aber gut. Die Pumpe läuft. Die jetzt wieder das? Oh, die Batterien sind fast leer. Was? Lol. Ah ne, warte, das passt schon so. Aber es muss gestoppt werden. Sind die Batterien echt fast leer?
Lol, das Ding braucht richtig viel. Da brauchen wir richtig viel Strom noch. Gut zu wissen, dass das nicht reicht, was wir da haben. Also bräuchten wir eine richtige Batteriestation und alles drum und dran, um das zu bedienen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Lol. Nee, das wollte ich nicht. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir hier eine Mission herschicken, um Strom und vor allem die Bohrer mitzuliefern. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.